Ja, hallo zusammen bei Garten, Teich und Koi plus Bonsai. Und wie ihr seht, stehe ich mitten im Wald. Und das hat einen einfachen Grund. Ich mache heute meine erste Yamadori-Suche. Ich habe den großen Vorteil, mein Schwager besitzt einige Waldflächen. Und da werde ich heute mal zum ersten Mal mich ins Gebüsch reinwerfen und schauen, was es mir so zu bieten hat. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nicht, ob ich mit leeren Händen rauskomme, ob ich was Schönes finde. Auf jeden Fall, eins ist ganz sicher, wenn ich was finde, dann werde ich euch darüber berichten. Aber jetzt schauen wir mal so kurz ins Revier. Ja, wir haben hier jetzt ein relativ viel Fichten- und Tannenwald, denke ich mal. Das ist jetzt nicht meine bevorzugte Region. Ich werde hier erstmal runterlaufen, denn da, wo der Wald ein bisschen lichter ist, da verspreche ich mir doch dann deutlich mehr auch kleinere Pflanzen. Aber wir werden sehen. Ja, stellt sich jetzt natürlich erstmal die Frage, nach was halte ich Ausschau? Ehrlich gesagt, nach allem. Ja, ich werde meine Augen offen halten und bin da völlig offen Richtung Laub oder Nadelbaum. Kiefern gibt es hier, zumindest was ich bisher gesehen habe, relativ wenig, aber das spielt auch keine Rolle. Ich will mir einfach mal einen ersten Eindruck verschaffen. Natürlich hoffe ich, dass ich ein, zwei, drei Bäumchen finde, die für mich Sinn machen. Und wenn es mehr werden, ja, ich muss nicht alles heute mitnehmen, der Wald läuft mir nicht davon. Man kann auch ein bisschen vorbereiten, schon hier dann für die nächsten ein, zwei, drei Jahre vielleicht sogar. Mir geht es einfach nur darum, mal zu schauen, was gibt's. Es ist meine erste Yamadori-Jagd. Und ich bin jetzt einfach tierisch gespannt. Ich nehme mir das schon seit Monaten vor und freue mich jetzt einfach dazu, noch bei so schönem Wetter mit euch zusammen auf die Jagd zu gehen. Ja, hier einfach mal so zwischendrin ein paar Eindrücke. Wir haben hier sehr viel Nadelgehölz. Da sind auch echt geile Features dabei. Ich nehme einfach mal hier jetzt dieses kleine Bäumchen hier als Beispiel. Und das ist doch eigentlich das, was man auf einer Yamadori-Suche sucht. Natürlich ist der Baum viel zu groß, viel zu hoch und überhaupt kein Thema. Aber die Suche hat ja erst begonnen. Ja, ein wunderschönes Bild hier wieder. Und ja, ich bin hier in der Nähe von einem Platz, wo eine Sportart ausgeübt wird. Und das lässt sich hier auch relativ klar erkennen. Also der Schlag, der ging mal richtig daneben. Ich würde sagen, wir sind vom Fairway ungefähr 100 Meter entfernt. Der Ball war wohl verloren. Ja, hier haben wir jetzt mal ein Beispiel. Das ist so Beuteschema, allerdings drei Nummern zu groß. Aber sowas wie hier, ich denke mal, es ist eine Buche. Sowas wie hier, das ist doch eigentlich genau das. Könnte drei Nummern kleiner sein, dann wäre das für mich ein absoluter Kandidat, was draus zu machen. Also weitersuchen. Komische Geschichte, ja, da tappt man so am Weg entlang und zwischen den ganzen Fichten und Tannen auf einmal hier eine Kiefer. Ich habe sie mir angeschaut. Ja, ich sag's mal so, ich habe sie mal markiert. Ich habe mir den Standort markiert, ich habe ein Foto davon gemacht und das ist vielleicht mal was in 2, 3, 4, 5 Jahren, sofern sie dann hier am Wegesrand noch steht. Aber die darf heute mal hier sitzen bleiben. Ja, wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man im Wald unterwegs ist. Und gar nicht mal so unanstrengend, wenn man hier in so einem hügeligen Gebiet ist. Und ganz ehrlich, die Yamadori-Suche ist echt eine zähe Angelegenheit. Und wenn man sonst so durch den Wald läuft und denkt sich, ja, der wäre was, der wäre was, dann ist das nochmal was ganz anderes, wie dann wirklich zu entscheiden, jawohl, den Baum, den nehme ich jetzt mit. Die Entscheidung habe ich bis jetzt noch nicht getroffen und werde aber jetzt nicht aufgeben. Das Wetter ist toll. Draußen in der Natur zu sein ist wunderschön, wunderbar, entspannt, frische Luft. Das Plätschern vom Bach im Hintergrund, schöner kann es nicht sein. Ich werde weiter suchen. Nur eins weiß ich auch, nächstes Mal nehme ich nicht nur was zum Trinken mit, sondern auch noch ein Feschbar. Ja, was ich auf jeden Fall mitnehme, sind
ganz arg tolle Bilder, die im Kopf bleiben, die auch hier auf der Kamera bleiben. Wenn man hier sieht, wie die Natur sich selbst reguliert, wirklich ganz tolle Eindrücke. So, da ist ja mein erster Fund im dicksten Dickicht. Eine Birke. Zeige ich euch mal außen rum. Und warum ich dann sage, ja, die gefällt mir. Wie ihr seht, hat sie unten und hier dann dieser bereits abgestorbene Ast, der Trieb nach oben. Der Baum ist auch gesund. Hier kommen definitiv neue Triebe. Sie ist verbunden mit dem anderen Baum. Ich habe jetzt schon die Wurzeln ein klein wenig freigelegt. Und jetzt werde ich mal schauen, dass ich sie mit so vielen Wurzeln wie möglich hier aus dem Boden raushole. Das geht relativ einfach, weil sie hier viele Wurzeln in dem morschen alten Stamm hier hat, der hier daneben ist. Naja, schauen wir mal. Ja, geschafft, da steht er, mein erster Yamadori. Ich hoffe mal, ich habe einigermaßen an Wurzeln dran. Bums, das sollte in Zukunft nicht passieren. Ja, ich werde jetzt den Baum versorgen, sprich drumherum ein bisschen was von dem, was er bisher hatte. Dann kommt er in die Tüte, wird verpackt und natürlich wird er heute noch richtig schön eingepflanzt, dazu später. So, ich habe jetzt mal hier aus der Stelle, wo ich ihn rausgeholt habe, einfach was von dieser morschen Rinde genommen. Und da, genau da, setze ich den Yamadori jetzt auch rein. Die Birke, decke sie noch ein bisschen ab, dann wird sauber verklebt und dann geht es weiter. Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Meine Sachen habe ich inzwischen gepackt und bitte, wenn ihr mit Genehmigung, ganz wichtig, wenn ihr so Bäumchen sucht oder mit auf Flächen, wo ihr die Besitzer kennt und es mit denen abgesprochen habt, bitte hinterlasst auch die Stellen, wo ihr die Bäume rausgeholt habt, wieder in so einem Zustand, dass die Natur damit umgehen kann. Das nur als kleiner Hinweis. Ja, mein nächster Fund, wie ihr seht, habe ich schon ein klein wenig in den Untergrund geschaut. Eine Buche. Jetzt werdet ihr sagen, was will er mit dem langweiligen Stück da? Das ist eine Frage der Perspektive, würde ich mal sagen. Und wenn ich mir das hier angucke, das gefällt mir richtig gut. Und das wäre jetzt sicherlich kein Baum, der langfristig in der Länge unten bleibt, sondern das wäre einer, den man mal 2-3 Jahre im Topf lässt, damit er sich gut erholt, gut wieder kommt. Und dann wäre diese Stelle hier irgendwo in dem Bereich für mich eine echt geile Abmoos-Option. Fehlt mir gerade das Wort ein bisschen. Jetzt werde ich mal schauen, wie ich hier an die Wurzeln rankomme. Und dann kann es sein, dass diese Buche vielleicht mein Yamadori Nummer 2 wird am heutigen Tag. Ja, und auch das gehört, denke ich, dazu. Ich habe keine Chance gesehen, den Baum irgendwie zu bergen, ohne die anderen zwei zu zerstören, beziehungsweise ohne ihn irgendwie sinnvoll mit Wurzeln hier aus der Erde zu bekommen. Also darf er hier bleiben und weiter wachsen. Ja, und ich habe wieder was Interessantes entdeckt. Und wie ihr seht, bin ich auch schon mitten in der Arbeit. Ich kann euch aber nicht sagen, was das für ein Baum ist. Drumherum liegen Eichenblätter, obwohl hier keine Eiche steht. Wäre jetzt eine reine Vermutung. Aber ich werde jetzt mal versuchen, den Baum so gut wie möglich zu bergen. Ja, das ist jetzt mein Yamadori heute Nummer 2. Ich finde, ich habe hier richtig gut die
Wurzeln mit rausgekriegt. Ja, ich finde auch, er hat eine interessante Geschichte. Auch den werde ich jetzt verpacken und dann werde ich mich irgendwann mal überraschen lassen, was ich mir da eigentlich ausgegraben habe. Bin gespannt. Ja, was ich heute gelernt habe hier im Wald, ist echt Wurzelkunde. Skurrilste Wurzelwerke hier, so wie hier an dem Nadelbäumchen hier. Ich denke mal, es ist eine Fichte oder eine Tanne, aber auch Eindrücke, die wirklich cool sind. Hier stand mal zwischen den zwei Bäumen hier, stand wohl mal eine Buche, die hat man dann gekappt. Das hat er aber nichts ausgemacht, die treibt einfach weiter cool aus. Ich finde, das ist ein echt cooles Bild. Und ja, ich drehe mal um. Ja, jetzt war ich knapp 3 Stunden im Wald. Es war wunderschön, ruhig, Hasen gesehen, andere Tiere gesehen, also wirklich ein richtig tolles Erlebnis. Habe jetzt 2 Bäumchen dabei, die werde ich jetzt zu Hause versorgen und natürlich hoffen, dass sie durchkommen. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn ihr keine Bäume sucht, guckt mal, geht mal in den Wald, es inspiriert unheimlich, gerade in den Zeiten, die wir jetzt gerade haben, mit vielen, vielen Problemen rund um einen rum, ist es einfach ein ganz toller Moment, um mal den Kopf frei zu kriegen. Das habe ich heute auf jeden Fall geschafft. Ich packe jetzt zusammen, fahre nach Hause und dann schauen wir mal, was wir mit den 2 gefundenen Bäumchen zu Hause machen. Ja, das Ende der Yamadori-Jagd ist gleichzeitig der Beginn des Eintopfens. Ich beginne mit meiner Birke. Ich habe schon noch ein klein wenig von der Wurzel weggenommen, allerdings von der wirklich großen Wurzel, die sowieso keinen großen Zweck mehr hätte. Ich habe jetzt schon einiges an Wurzeln da. Ich hoffe, es reicht. Und jetzt werde ich die Birke hier einpflanzen. Das wäre mal eine Position, die sehe ich aber im Moment überhaupt nicht entscheiden, denn es geht jetzt darum, dass der Baum sich hier zurechtfindet, dass er durchkommt, dass er den Umzug vom Wald in meinen Garten überlebt. Ja, ich lege ihn mal beiseite. Was werde ich tun? Ganz klar, fixieren, immer wichtig, gerade bei so einem Baum, der natürlich wenig Wurzeln hat. Machen wir hier mal einen Draht rein, damit wir ihn schön festziehen können. Denn er sollte schon stabil in der Schale stehen, damit, wenn sich frische Wurzeln bilden, damit die durch zu viel Bewegung nicht gleich weggerissen werden. Dann, nächster Punkt, Drainage. Jetzt hier mal so ein klein wenig voll. Ich habe hier das ziemlich grobe Makadama. Das ist für sowas perfekt, bin ich der Meinung. Dann der Baum mal hier rüber. Dann machen wir hier ein klein wenig mein ganz normales Substrat drauf. Und dann schon vorbereitet wieder mein Lieblingskraut. Schließlich sind beide Bäume ja auch im Wald ziemlich viel vom Moos umgeben gewesen. Deswegen setze ich jetzt hier erstmal den Baum mit ins Moos. Ja. Hier mal die erste grobe Fixierung. Einfach nur, damit die Birke hier zukünftig, irgendjemand baut hier gerade irgendwas ab. Keine Ahnung was. So, jetzt werde ich
einfach nur, um das Wachstum ein klein wenig eventuell anzuregen. Ich denke, ich mache keinen Fehler damit. Ich werde hier ein klein wenig Wurzelaktivator mit ins Spiel bringen. Nicht zu viel, einfach nur, vielleicht auch einfach nur, um ein klein wenig das Gewissen zu beruhigen oder sich am Schluss sagen zu können, ich habe doch alles probiert, wenn es dann doch schief geht. Dann werde ich hier wieder erneut mit Substrat auffüllen. Die nächste Schicht. Das können wir auch gleich ein klein wenig einarbeiten. Dann geben wir ihm wieder mein geliebtes Moos dazu. Viele Grüße an Aaron's Bonsai in Great Britain. Der hat mich da also total drauf gebracht. Zumindest habe ich bis jetzt nirgends gehört, dass es schaden soll. Also machen wir das so. Und jetzt schmeißen wir hier die Schale, machen wir letztendlich voll mit Substrat. Wie gesagt, Position, Vorder-, Rückseite, ey Leute, alles völlig Banane jetzt zu dem Zeitpunkt. Jetzt geht es darum, die Birke hier ankommen zu lassen, zu schauen, dass die Birke diese Entführung aus der freien Natur gut übersteht. Das sind jetzt die Punkte, die wichtig sind. Da geht es noch nicht um Optik oder sonst irgendwas. Sie steht sauber drin. Das war das Ziel. Und Essstäbchen-Taktik natürlich. Yamadori 1, die Birke, ist versorgt. Noch nicht ganz. Hier kommt jetzt noch richtig viel Wasser drauf, damit sich das Substrat richtig schön vollsaugen kann. Und dann werden wir einfach schauen, wie sich dieses Bäumchen am neuen Platz wiederfindet, wie es sich zurechtfindet. Ich hoffe natürlich, dass es die Aktion überlebt. Und erst dann werden wir uns annähernd Gedanken machen, wie die weitere Zukunft von dieser Birke aussieht. Ich hoffe jetzt mal, dass sie es schafft und denke, dann könnte da auch ein richtig interessantes Projekt draus werden. Ja, das war der erste Yamadori. Gehen wir weiter zum zweiten. Und hier ist er, Yamadori Nummer 2. Ich denke, vom Wurzelwerk habe ich da zumindest mal bessere Chancen. Ich habe vielleicht vorhin schon beim Ausgraben gesehen, der hat unheimlich viele Triebe, die nach oben gehen. Und vielleicht sowieso mal eine Frage. Ich habe auch meinen Schwager gefragt. Er konnte mir auch nicht sagen, was das hier ist oder was das mal wird. Von daher, vielleicht weiß es jemand von euch. Dann dürft ihr mir gerne in den
den Kommentaren hier eure Meinung dazu abgeben. Ja, ich will hier von diesen Trieben, die nach oben gehen, werde ich ein paar wegnehmen, aber nicht alle. Der hat noch richtig schön das Waldmoos hier mit dabei. Also diese zwei hier, die werde ich jetzt mal lassen. Hier oben lasse ich auch einen. Einfach, dass hier irgendwas ist, was Zug macht, weil, wenn ich hier schaue, also vom, er kriegt hier Knospen. Also hier ist Leben drin. Die hier werden wir noch ein klein wenig einkürzen. Dann werde ich auch die Wurzeln. Eigentlich finde ich dieses Feature hier ganz interessant. Kommt drauf an, wie ich nachher den Baum stellen würde. Aber auf jeden Fall nehme ich ihm hier jetzt mal jeweils ein Stück weg, damit er mir überhaupt in den Behältnis reinpasst. Hier wächst eine ganz nach oben. Auch wegnehmen, ich will nicht so wie ich will. Auch hier eine Wurzel, die nach oben geht, nehmen wir auch weg. Gucken wir, dass man die hier, habe ich jetzt optimal die Chance, die auch ein klein wenig zu ordnen. Also Wurzeln, die überkreuzt sind oder so, jetzt zumindest mal hier ein klein wenig, da haben wir auch wieder eine, die können wir auch wegmachen. Hier hatte ich ja schon ein klein wenig ab, die Triebe schon im Wald weggemacht. Ja, und ansonsten denke ich mal, werden wir das hier jetzt so größtenteils lassen. Und auch der kommt in die gleiche Mischung, wie ich es gerade eben hatte. Muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Ich zeige ihn euch, wenn er drin ist. Und auch bei dem hoffe ich natürlich auch, dass er gut ankommt. Und ihn hier noch nachher ein bisschen sauber machen. Und ich zeige ihn euch dann wieder, wenn er in seiner Schale steht. Ja, auch der zweite Kandidat ist versorgt. Ich habe noch ein bisschen Wundschutz drauf getan. Das kommt nachher auf den großen Schnitt oben an der Birke natürlich auch noch drauf. Ja, und auch dieser mir momentan noch unbekannte Baum steht jetzt in seiner Schale. Wird auch noch gut angegossen. Ja, vielleicht könnt ihr mir helfen, was ich mir da eingefangen habe. Ich habe vorhin noch ein Stückchen Wurzel weggemacht und die war schon so, dass man sagen kann, die hatte eine sehr spezifische Farbe, nämlich eigentlich fast schon gelb. Ich bin gespannt, was es ist, in der Hoffnung, dass es irgendwas ist, was einigermaßen nach was aussieht. Ja, ansonsten, das war er, mein erster Yamadori-Kompakt-Block. Suchen, finden, bergen, eintopfen. Und jetzt kommt die wichtigste Stufe eigentlich. Hoffen, dass es die Bäumchen auch schaffen, dass sie es überleben. Keine Frage, ich werde hier Lehrgeld bezahlen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es mich gleich bei den ersten beiden erwischt. Aber man kriegt mit Sicherheit nicht jeden Baum zum Überleben. Es gehört aber auch irgendwo dazu. Ich kann nur sagen, geht in den Wald, schaut euch da um. Da gibt es mega Inspiration. Es macht den Kopf frei, es ist einfach eine tolle Geschichte. Holt euch Bäume nicht um jeden Preis. Ich habe es im Video auch gehabt. Ich hatte ein, zwei Bäumchen, wo ich sage, ja, wäre interessant. Hätte ich auch gerne mitgenommen. Aber wenn es ja nicht funktioniert, dann lasst den Baum einfach in der Natur überleben. Da haben dann alle beide was davon, nämlich der Baum und ihr. Weil ihr schmeißt den am Schluss eh nur in den Grünabfall. Ja, und ansonsten, für mich war es ein toller Nachmittag. Ich hoffe, euch hat es auch ein klein wenig Spaß gemacht. Wenn ja, wisst ihr ja, den Daumen. In dem Fall den
gelben Daumen könnt ihr mir gerne da lassen. Und ich werde natürlich über beide Bäumchen weiter berichten. Und bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, wie das hier weitergeht. Und freue mich, wenn ihr bei denen, aber auch bei meinen anderen Bäumen, bei meinen Fischen, bei meinem Garten, auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bei Gartenteich und Koi plus Bonsai, inklusive Yamadori jetzt ja sogar. Aha. Ciao, ciao.